So, da sind wir mit einem neuen Spiel und zwar diesmal Bray 2006. Wir werden uns das soweit vornehmen. Ich hoffe, jetzt klappt alles. Ist gerade der dritte Versuch, aber egal. Wir stürzen uns einfach rein. Wie gesagt, ich kenne das, Chirurgie. Nein, der normale Modus beginnt Durchschnitt in Schwierigkeitsgrad. Das Spiel passt sich automatisch an können an. Ja, das klingt doch gut. The world is full of stories, and from time to time, they permit themselves to be told. What are you looking at? Real tough guy. Can't even tell her you love her. I gotta get off this damn reservation. If she'd just come with me, it'd all be different. It'd all be... Listen to yourself. Who do you think you're kidding? Tommy, get your ass out here. Doesn't anyone ever clean this place? Ja, wenn man eine Idee. Sauber machen. So. Boah, ich dachte, jetzt ist einer drauf, ey. Was? Get me out here? Oh, gross. Oh, ja, ich geht da. So, ich guck noch mal ganz schnell. Ob wir hier vielleicht Untertitel einschalten. Jawohl. Komm, will auch was. Das ist ein Kaugummiautomat, falls jemand fragt. Ja. Das ist nice. Das Klo ist noch beleuchtet, ja. Für den letzten, ne? Wenn man da auch noch was sieht, so. Was sind wir denn eigentlich? Das Spiel schmeißt uns ja einfach rein. Darmtoilette? Sugar and spice. My ass. Okay, ja. Beim Öl rum, ey. Ah, nicht so viel Wasser verschwenden hier. Also, ah, ja, cool. Okay. Okay, hatten die Entwickler also definitiv Spaß. Oh, ekelt. Junge, fass das doch nicht mit bloßer Hand an. Oh, du bist ja ekelhaft. Ey. Ja. Komm, kannst du das auch nochmal antatschen, wenn du schon dabei bist? Was? Das Licht aus. Kinder, das übel ja drin sieht, ey. Looks like Jen's running low on Ryan Red. Ryan Red? Was ist Ryan Red? Was man nicht aus hier. Sieht aus wie Heizung oder warm Wasser. Was Licht auch aus da? Zack. Rumsparen. Tommy. Benici? What are you doing here? I sense great change on the winds. I came to warn. Save it, grandfather. You know I don't go for that shit. Listen, Tommy. You cannot turn your back on your heritage any longer. It will give you strength. Strength? For what? To save yourself. To survive. Survive? What are you talking about, Anisi? Go home. My place is here, by your side. You will have need of me this night. Sure. Whatever. Okay. Bin immer noch ein klein wenig verwirrt. Was? Back patio closed for repairs. My. Electric shock. Ah, außer die Funzel. Scheint sonst nichts mehr.
Mit D kann ich mich ducken. Ja, Licht aus. Wie gesagt, mit dem Strom sparen. Ja, und die Steckdose fassen. Man, Jens let this place slide. Slow night tonight, huh, sugar? Not since you two studs showed up. Hey, you sell any of that red engine shit? My wife loves that turquoise crap. This is a bar. We don't sell jewelry. Hey, maybe she's got something else for sale. Nothing either of you could afford. Drink up, boys. Huh? Arschlöcher? What's up, babe? Did you come in here for a drink? Or to dump your dirty tools on my nice, clean bar? Sorry, babe. Oh, tut mir leid, Jen. Ich werde mein Werkzeug in Zukunft woanders parken, right? Arschlöcher. Okay, was ist das? Stumm? Können wir das einschalten? Boah, was läuft denn hier für Müll? Läuft nur Müll. Können wir ausmachen? Das? Man, they need some new tunes in this thing. Oh ja, da bin ich. Who picks this stuff? Ja, echt mal, Alter. Wer macht das? Was kann man lassen? Okay, also bis jetzt bin ich. Indian Casino ever. Ja. Jen, Liebes, da solltet ihr dir mal ein bisschen Mühe geben, ja, also. Wegen die Kippenstummel auf dem Boden. Okay, wir können die Automaten auch benutzen. Und 9 Credits? Und 8 Credits? Komm schon! Ach. Ich will jetzt gleich Geld nachwerfen. Ne, wir kriegen immer wieder 10 Credits. Was? Ich verstehe gerade nicht ganz, wie es funktioniert. Kann es sein, dass das Spiel ein bisschen laut ist im Vergleich zu meiner Stimme? Ich glaube schon, ja. Sollen wir mal ein wenig leiser machen. Sound. So. Kann ich mit unserem Großvater reden? Nein. Jen gehen dürfen wir auch nicht. Not Jen. Did you think about what I said? Tommy, not this again. Come away with me. Just for a few days. Off the reservation. Why can't we just be together here? You know why? I hate this place. It's a goddamn cage. It's no way to live. This place is my home. My job is here. My family is here. Do you think you're saving me by taking me away? I'm Cherokee, Tommy. Just like you. You should be proud of that. Aber Jen! I know the tribe's important to you. It's just. It's never meant anything to me. Hey Pocahontas, let's have two more coke. Ich hoffe, wir dürfen die zwei dann töten für ihre frechen Sätze hier. Okay, ich würde sagen. Genau. Oh ja, komm her. Na, ja, meine Freunde. Was soll der Müll hier? Komm. Erst besaufen und dann nie benehmen, oder? System.
Please stay tuned for important information. And we're just now okay. That several similar objects are being sighted in the skies over North America. Now this is become. What the fuck? Jen? Jen? Oh. Was? Nein, was? Ey, was macht ihr? Oh, ey! Was geht hier ab hier? Bitte, was, was soll der Scheiß? Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wieso empfehlen uns Aliens? Was soll das? Tommy! Jen! Grandfather! Tommy! Ah, kann ich umgucken. Neither can I. I don't know, Jen. Stay calm. I'll get us out of here. Just give me a minute. Wie willst du das tun? What the fuck are those things? What the fuck? Irgendwie sieht das aus, als würden die Menschen ernten hier. Okay, wir sind, glaube ich, noch in den ihrem Raumschiff, wenn ich irre. Auto? Wo ist Jen? Jen? Geht's dir gut, Jen? Keine Sorge, ich werde dich retten. Es piept. Ich glaube, das ist nicht sehr gesund, was da jetzt tut. Hallo? Jen? Du bist nicht Jen. Hau ab! Breath gives life to all worlds. Help us in our time of need. Deliver us from evil. Uniqua, whose breath gives life to all worlds. Help us in our time of need. Deliver us from evil. Uniqua, whose breath gives life to all worlds. Help us in our time of need. Deliver us from evil. Uniqua, whose breath gives life to all worlds. Help us in our time of need. Deliver us from evil. Jen! Stop! I'm trying to think! Uniqua will hear me. If there's a great spirit, he's not here. Lass doch Jen ihren Glauben! Shit. Ja, Scheiße trifft! Scheiße trifft, ja. Oh no! Okay. Jen! 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 God, no! Fuck! Und Jen verloren. Was ist das? Warum? Ja. Warum erinnert mich das so übelst an Duke Nukem? Wie gespeichert? So, jetzt kann ich ja probieren mit F5. Schnellspeicher mit F9. Laden. Sehr schön, sehr schön. Oh, Ladezeit ist relativ lang.
ist das? Ist das organisch hier? Ja, was? Was? Ja, wir ducken uns mit C. What the hell is that? Ui. 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 Hey man, are you okay? Shit, guess not. You're better off this way. Wir haben immer von seinem Leiden erlöst. Okay, okay. Was aber ja für eine Pampe durch die Rohre läuft, da wir müssen als erstes Band finden. Benutzen. Ja. So, nochmal zur kleinen Info. Wir benutzen den. Ich vergesse es immer wieder. Man kann es jetzt hier leider nehmen. SKK Mod. Der uns das Spiel etwas hübscher macht, ein bisschen Light-Ambient reinbringt und ein paar andere Sachen. Und vor allen Dingen bringt er uns eine höhere Auflösung. Ja, ja, komm. Ohne Schaden zu nehmen. Was läuft hier für eine Pampe durch die Rohre? Wo zum Teufel sind wir? Gerade noch in unserem Reservoir gewesen. Haben schön mit Jen geflirtet, wollten sie in die weite Welt mitnehmen. Stopp! Und jetzt sowas. Aber wir werden Jen auf jeden Fall wiederfinden, bin ich mir sicher. Gut. Was geht denn jetzt los hier? Okay. Das ist geil gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Das zeigt uns also etwas anderes. Das ein Teleporter oder? Oder einfach nur eine andere, wie soll ich sagen? Ein Spiegel in eine andere Dimension oder so. Okay, wir werden mal durchgehen. Okay, es ist ein Teleporter. Richtig cool gemacht. Richtig geil. Benutzen? Nein. Monitore. Mit Jen irgendwo sehen auf den Bildern? Das sind wir? Okay, das sind also alte Bilder, keine Live. Keine Live-Bilder. What the hell is this place? What the fuck? Was geht hier vor sich? Und wer steht jetzt auf dem Kopf? Wir oder die? Ich bin gerade verwirrt, ehrlich gesagt. This is impossible. Ja? Warum sieht das aus wie ein riesiger Darm? Okay, was ist das? What are these things? I feel good. War das unser Großvater? Und das war Jen, oder? Jen? Okay, wir sehen hier unseren Großvater und Jen. Geht's wieder woanders hin, aber erstmal hier drüben. Bitte nicht wundern, ich spiele dieses Spiel wirklich zum allerersten Mal. What? Also ich habe auch überhaupt keinen Plan, was hier vorgeht. I won't go home. Warum denn? Okay. Wir haben zu viele Finger für dieses Touchpad. Definitiv. Also können wir erstmal nur die andere Richtung nehmen hier. Okay, die können wir nur einmal benutzen, so wie es sieht.
paar Augen. Wir sind noch mehr Augen. Ah, kommt doch von gleich zwei, ey. Können die irgendwie looten oder so, oder? Oh, wir haben Feuerzeug. Und ich das Licht anmachen einfach? What the fuck? Oh, die haben wir doch vor uns gesehen. Ich glaube wirklich, dass die Menschen ernten. Oh mein Gott. Das ist eine Mensch-Erntemaschine. Mit denen ich vor uns gerade schon mal getroffen. Es scheint erst zu betäuben und dann irgendwie auszusaugen. Okay. What the fuck? Wo ist es hin? Wo sind wir mit? Jen! Tommy, don't let them take me. Hold on. Tommy, I'm so scared. Jen, du brauchst keine Angst haben. Wir werden alles tun, um dich zu retten. Da kommen wir nicht weiter. Wer war das vorhin, der das Ding dort in die Luft gesprengt hat, dass wir runter konnten? Wir müssen ja auf jeden Fall schon. Grandfather! Oh mein Gott! Tommy, you must go. Hang on! I'll try to stop this thing! Go! Now! I shall await you! Nö, wir müssen das irgendwie aufhalten können. Scheiße, scheiße, scheiße! Oh, schnell. Jen? Oh mein Gott. Wo bist du hin, Kollege? Wer bist du? Virale Abwehr. Okay. Wo zum Teufel sind wir hier? Das Portal hat sich geschlossen. Genau, hier stand er. Oh Gott, what did I just do? Der, was wieder aus? Ich hab die Mensch-Erntemaschine wieder eingeschalten. Ups. Tut mir leid, aber es geht nicht aus. Hier gibt's wieder Leben, oder? Same kind of energy as those spores. Hat die Erntemaschine wieder aus. Scheiße. Die ist von alleine wieder angegangen. Entschuldigung. Ich hab nichts gesehen. Das sieht aus wie irgendein Anschluss oder irgendein Spender für irgendwas. Oh oh. Oh ja. Was? Da hat gerade jemand geschrien. Erstmal gucken, ob wir. Brauchen wir eine Munitionsanzeige? Nein, ne? Okay. Ich habe inzwischen die Befürchtung, dass das nicht bloß organisch ist, was wir hier sehen. Es ist sogar menschlich. Naja. Und das heißt, sie haben eine ganze Menge Menschen
geerntet. Hat er jetzt ein Portal geöffnet? Jedes Mal, wenn ich Knopf drücke, passiert was Furchtbares. Was seid ihr? Oh. Ah, Munition, sehr schön. Schau mal kurz. Wir kommen nicht lang, aber wir können hier runter. Start the night by opening up the lines, and I can already tell you folks it's going to get very interesting. I'm getting some reports of strange lights in the sky from the Oklahoma area. Our affiliate in Oklahoma City is telling us that the state police, get this, are reporting mysterious lights all over the area, and that they're having a hard time responding to all of the calls. It's going to be a wild and woolly night, folks. I just know it. Let's go to the phones. Caller, you're on the air with Art Bell. Wo kommt das denn jetzt her? Ich guck erstmal hier. Wo kommt das her? Was zur Hölle ist das, bitte? Wie kann man jetzt wieder hoch? Wo geht's weiter? Kann man nichts machen? Achso, hahaha. Also immer du bist, roll mal hierher, danke. Können wir nachladen? Ne. Das. Hallo. Also, was ist jetzt hier weggeflogen? Irgendwas. Geht. Kollege? How did you escape? Yeah, okay. Calm down. Komm, Junge, erzähl doch, was passiert ist. Hallo. Hallo! Etwas außer sich zu sein. Wir lassen den mal ganz kurz in Ruhe. Wenn ich runtergehe, komme ich dann wieder hoch? Was? Okay, komm her. Was? Aua! Nicht beißen! Einfach umdrehen. So, Okay, wie cool ist das denn? Meins, alles meins. Die Kiste? Willst du mal wissen? Das sind Granaten. Kleine krabbelnde Granaten. Und die da lassen eklige Flecken. Okay, wie cool ist das denn bitte? Und ein paar Leben. Was? Okay, also wir sollten auf diesem Weg nicht springen. Echt verwirrend. Bisschen. Jetzt hier springe? Okay, dann fall ich wieder runter. Ist, wenn ich bin jetzt hier da wieder hin wollte, müsste ich nur springen. Auf dem Menschen zu essen? Okay. Sind wir wieder richtig rum?
Komm, wir müssen eigentlich noch mal. Da ist ein Teleporter an der Kiste.